Hallo, liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Ich habe genau das Richtige für euch. Eine schöne Veranstaltung, eine Unterhaltungsveranstaltung, nämlich unser Testschießen am 3. Oktober, ja, am Feiertag um 18 Uhr. Wo? In Höchstadt an der Aisch mal wieder. Leider dürfen wir hier immer noch nicht in Schlüsselfeld, weil wir immer noch laut Beamten, ja, die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn zu sehr ablenken. Überall in der Stadt stehen mittlerweile so Blinkleuchtreklamen, man muss ja da auch aufpassen. Aber nee, bei uns geht's nicht und dort werden sie nicht abgelenkt. Gut, dann machen wir es eben in Höchstadt wieder an der Aisch um 18 Uhr. Ab 16 Uhr gibt es übrigens eine Zündelzone wieder, F1 T1. Entweder ihr bringt was von zu Hause mit, ihr bestellt hier vor oder ihr kauft vor Ort in Höchstadt. Da haben wir einen Merchstand mit Merchartikeln, da gibt es lecker Honig, da gibt es lecker Schnaps und da gibt es natürlich auch ein bisschen F1 zum Zündeln, T1, nicht viel, nicht das gesamte Sortiment, so viel können wir nicht mitschleppen, aber ein bisschen was gibt's. Ja, und dann könnt ihr ein bisschen Vorfreude, ein bisschen zündeln da am Zündelplatz und ja, um 18 Uhr werden wir unser Testschießen starten. Gut, bis dahin gibt es natürlich auch was Leckeres zu essen, was Leckeres zu trinken und das ein oder andere interessante Gespräch mit mir vielleicht, hoffentlich, wenn ich Zeit habe und nicht zu sehr im Stress bin, weil macht ja auch immer Spaß, mit euch zu unterhalten. Ja, und zum Vorbestellen hatte ich kurz auch schon mal angedeutet. Ihr könnt natürlich auch vorbestellen bei uns im Shop und dann hier in Schlüsselfeld abholen. Dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, abholen und Testschießen bestaunen. Ja, ach, Tombola. Tombola gibt es natürlich auch wieder. Tolle Einkaufsgutscheine gibt es zu gewinnen vor Ort in Höchstadt. Naja, und um 20 Uhr denke ich, werden wir auch so weit durch sein, dass es nicht allzu spät wird, weil, ja, ich weiß, am Freitag müssen einige vielleicht arbeiten und natürlich die Kinder in die Schule. Ich hoffe, dass möglichst viele Brückentag haben und deswegen trotzdem aber zu uns kommen auch. Auch wenn es der 3. Oktober ist, feiern wir ein bisschen deutsche Einheit und lassen uns ein bisschen krachen. Es gibt auch ein Abschlussfeuerwerk, nicht allzu groß, aber ein schönes, hübsches Musikfeuerwerk zum Abschluss noch. Ist auch mal ganz nett, hat ja auch mittlerweile Tradition. Ja, und dann hoffen wir auf schönes Wetter. Ich habe zumindest eins bestellt. Und ich freue mich natürlich auf euch, wenn ihr kommt. Bis dahin, vielleicht sieht man sich. Macht's gut.